Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Luke zockt Pro Cycling Manager 2021. Pro Cyclist Lukas Greipel ist zurück. Wir befinden uns gerade am 1. April und dürfen jetzt das erste Mal schauen, bei welchem Verein wir nächstes Jahr fahren. Und zwar sehen wir hier einmal die Übersichtsseite der Teams, die für uns hier überhaupt in Frage kommen. Sortieren das mal nach der Kaderstärke und sehe schon gleich auf den ersten Blick. Es ist natürlich nur bislang Conti und Pro-Conti-Bereich. Otto Kernhaus ziemlich weit unten jetzt hier so von der Teamstärke, das zweitschlechteste Team. Natürlich mit dem höchsten Interesse, uns hier unter Vertrag zu nehmen. Und ich muss sagen, auf Anhieb habe ich jetzt nicht unbedingt großartiges Interesse daran, einem anderen Team von diesen hier zu joinen. Ich würde aber einfach mal der Tradition wegen Euskaltel nehmen und hier einfach mal einen Punkt drin investieren. Wie seht ihr das Ganze? Bei welchem Team soll Lukas Greipel eurer Meinung nach gerne im nächsten Jahr fahren? Sollen wir noch ein Jahr bei Lotto Kernhaus bleiben oder schon ein Level höher springen in den Conti Pro Bereich? Lasst mir gerne einfach mal eure Meinung in den Kommentaren da. Dementsprechend werde ich die Punkte dann auf die anderen Teams verteilen, wenn das gewünscht ist. Jetzt geht es aber erst einmal weiter mit den Rennen. Und zwar kommen wir jetzt zum ersten Etappenrennen über insgesamt 4 Etappen, welches wir bestreiten werden. Circuit des Ardennes International, die erste hügelige Etappe mit aber einem flachen Finale, dann das zweite hügelig, das dritte hügelig und die vierte Etappe ist hier als hügelig deklariert, könnte aber auch wieder in einem Sprint enden. In jedem Fall eine Mischung aus Hügeln und Sprint, genau das, was wir eigentlich können. Und hier verspreche ich mir eigentlich einiges, dass wir hier einiges zeigen können. Einer der Favoriten auf den Etappensieg hier bei den Sprintern ist unser Teamkollege Kim Hajduk. Das heißt, hier wird wahrscheinlich das Team eher auf den sprintstärkeren Hajduk setzen als auf uns. Okay, unsere Rolle für das Rennen ist klar. Wir sind Kapitän und sollen uns auf die Gesamtwertung konzentrieren. Das macht an sich auch Sinn. Hier sehen wir mal die Übersicht über die anderen Teammates. Alle anderen kümmern sich dann um den Sprinter, um Kim Hajduk. Und ja, wir sollen uns möglichst schadlos hier halten und auf den anderen Etappen, wo es dann Unterschiede in der Gesamtwertung geben könnte, dann dort unsere Stärken ausspielen. Weil so ganz untätig möchte ich wahrscheinlich hier auch nicht rumsitzen. Dementsprechend versuchen wir nachher auch, möglichst weit vorne zu landen und Kim Hajduk zu unterstützen. Wir haben noch rund 73 Kilometer vor uns und das Profil ist schon recht anspruchsvoll. Schaut euch das hier mal an. Also es geht die ganze Zeit hoch und runter und da sind auch teilweise richtig knackige Steigungen. Dabei sogar ein bisschen schwarz und auch dunkelrot, also hier schon eindeutig zweistellig. Ich bin gespannt, inwieweit da wirklich nachher reine Sprinter noch genug Kraft haben werden. Wir haben jetzt nicht den besten Tag mit einer Minus 1 und Kim Hajduk hier mit einer Plus 5 an den Start gegangen. Man sieht aber schon, sein Berg- bzw. Hügelwert ist nicht so gut wie der unsere. Ich hoffe allerdings schon, dass Kim hier gut durchkommt. Die größten und schwierigsten Steigungen haben wir eigentlich hinter uns. Wenn es dann nachher hier bei dem letzten Zweierberg hochgeht, sind die meisten Höhenmeter absolviert. Dann haben wir nach der Sprintwertung noch so eine leichte Steigung, aber ich glaube, das ist auch nicht genug, um da nochmal Attacken zu fahren, beziehungsweise nicht, dass das irgendwie von Erfolg gekrönt sein wird. Und dann geht es jetzt auch mit rasantem Tempo schon fast in die Sprintanfahrt. Vorher haben wir noch eine kleine Steigung und ich bin gespannt, ob da vielleicht nochmal das Tempo erhöht wird und es die eine oder andere Attacke geben könnte. So die letzten 5 Kilometer, also der Anstieg war jetzt nicht besonders schwierig, da gab es keinerlei Attacken mehr. Delco hat hier einen super Sprintzug mit Barbier und Krosu am Start. Versuche jetzt hier mal irgendwie nach vorne zu kommen. Kim Hajduk hängt sich hier super dran. Na, ich muss mal kurz pausieren. Ich habe zwar gewisse Verfügungsgewalt über meine Helfer, sehe aber jetzt, ja, Tatsache, dass die immer wieder irgendwas anderes machen. Demnach kann ich hier nicht so spielen, wie ich das ganz gerne hätte, aber egal. Wir konzentrieren uns mal auf unseren Teammate und schauen hier Hajduk zu, wie er an Barbier noch vorbeigeht, aber Morellet kommt auf der rechten Seite, also die Favoriten von Delco gehen leer aus und Kim Hajduk schrammt ganz knapp an einem Sieg vorbei. Wir sind natürlich mit dabei, es sind hier nur 13., aber die wichtigen Etappen kommen gleich erst noch.
Unsere Bewertung der ersten Etappe war jetzt insgesamt schlecht, weil wir in der Gesamtwertung Erster sein sollen. Aber ja, mein Gott, es geht nun mal nicht auf der ersten Etappe, wenn das eher was für die Sprinter ist. Aber sei es drum, auf der zweiten Etappe, was jetzt eindeutig was Punchiges ist, sind wir hier der Top-Favorit für den heutigen Tag. So, unser Ziel ist klar. Das Team zählt auf uns, die Gesamtwertung zu gewinnen und auch sogar die heutige Etappe ist das Ziel. Und ich habe alle Helfer dafür zur Verfügung. Vorne haben wir eine vierköpfige Ausreißergruppe, unter anderem mit Porret Peintre, Aleni, Gutnitz und Havik. Die sind gerade so 2 Minuten ungefähr in Front. Und im Hauptfeld, ihr seht es hier, habe ich meine Helfer alle vorne eingespannt. Und ja, werde einfach das Renngeschehen mal kontrollieren jetzt. Wir haben hier diverse Anstiege drin. Da gleich bei dem Einserberg maximal 23,9%. Meine Fresse. Da kommt auf jeden Fall einiges auf uns zu und ja, werde die gute Form unseres gesamten Teams ausnutzen und versuchen, das Rennen schwer zu machen hier, sodass wir es am Ende dann leichter haben werden mit Greipel. Hier sehen wir jetzt vorne die Ausreißer diesen krassen Anstieg kraxeln. Und so sieht das Ganze dann im Hauptfeld aus. Leider sind von uns Hajduk und Kolb gestürzt. Die befinden sich jetzt recht weit hinten im Hauptfeld. Und ja, das schwächt natürlich unser Vorhaben, hier mit gesamter Teamstärke das Rennen auseinanderzufahren und zu kontrollieren. Mal sehen, inwieweit das nachher Einfluss haben wird. Die Ausreißer haben wir eingeholt und befinden uns jetzt auf den letzten 47 Kilometern. Jetzt geht es hier immer recht wellig hoch und runter. Und zwar auf einem Rundkurs, wo wir ja zweimal einen Zweier kategorisierten Anstieg haben. Code Strepi. Durchschnittlich 6, maximal 10,3%. Eine kleine Rampe von 1,4 Kilometern. Und von dem letzten Anstieg haben wir dann noch genau 10 Kilometer bis ins Ziel. Und ich denke, spätestens an diesem Anstieg werden wir dann auch mit Lukas Greipel unsere Attacke nachher lancieren. Das Hauptfeld ist schon ganz gut in die Länge gezogen worden nach dem Anstieg hier, aber ich glaube, das reicht einfach noch nicht. Wir müssen das Tempo gleich nochmal forcieren, aber haben einfach auch jetzt nicht mehr genügend Helfer an unserer Seite. Nur noch Alton und Huppertz sind so wirklich noch in der Lage dazu, Lukas Greipel hier gleich noch weiterzuhelfen. Das Feld ist derzeit erneut richtig in die Länge gezogen. Wir haben noch 84 Fahrer, die sich hier drin befinden. Und wir springen einmal wieder nach vorne und sehen, jetzt geht es auch in so einen, ja, kurzen, aber recht knackigen Anstieg ein. Und da werde ich auch einfach mal mit Huppertz jetzt das Tempo hochhalten. Wir fahren mit einer 90 in diese Steigung. 10% haben wir hier gerade. Und schauen mal, ob wir das Feld weiter auseinanderfahren können. Es ist auf jeden Fall lang gezogen, aber entstehen bis dato noch keine so richtigen Lücken. Es geht jetzt immer rauf und runter und wir verlieren hier den einen oder anderen Fahrer aus dem Feld, bevor es dann gleich, denke ich mal, komplett auseinanderfliegt. Noch 4 Kilometer bis zum Gipfel von dem angesprochenen Berg. Ja, bis dahin wird, glaube ich, wenn ich so weiterfahre, die Kraft von Huppertz nicht mehr ausreichen. Wir haben den Anstieg davor jetzt gemeistert, gehen in die Abfahrt rein, jawohl. Das passt eigentlich perfekt. Und jetzt zieht Huppertz das Ding an. Und jetzt attackieren wir mit Greipel. Wir lancieren hier jetzt die Attacke. Gehen mit einer 90 drüber, würde ich sagen. Und haben gerade eine Lücke von 5 Sekunden rausgefahren. Kommen hier über die Kuppe. 90 ist viel. Gehen mal auf eine 80 runter. Wir haben hier jetzt eine 4-Mann-Gruppe. Können wir vielleicht mit denen zusammenarbeiten? Ich hoffe, die hängen sich nicht nur dran, sondern sind auch bereit, hier was zu tun. Zum Beispiel auch Vinner Anacona vom Team Akea Samsic. Auf der rechten Seite geht Guerin. Dem werde ich jetzt hier einmal folgen. Die meisten, ja, die Höhenmeter sind alle absolviert. Es geht jetzt nur noch bergrunter bzw. flach in Richtung Ziel. Das Hauptfeld hat uns jetzt aber wieder eingeholt und es gibt diverse Attacken. Das gelbe Trikot ist auch noch da. Und ja, ich glaube, mit der heutigen, dem heutigen Etappensieg werden wir wahrscheinlich nichts zu tun haben, denn die Attacke von uns ist hier leider verpufft und wir haben noch 25 Mann hier beisammen, unter anderem auch Pierre Rolland. Was gibt es jetzt hier für Attacken? Ja, ich hänge mich, glaube ich, einfach mal ans gelbe Trikot dran.
Das wird vermutlich die beste Option sein. Wir gehen jetzt auf den letzten Kilometer, versuchen ihm zu folgen, haben aber nicht mehr die Kraft, um da vorbeizugehen. Nein, am Ende wird es ein Doppelsieg für das Team B&B Hotels und wir landen knapp außerhalb der Top 10. So unter dem Strich ein sehr, sehr enttäuschendes Ergebnis bei all den großen Erwartungen, die wir hier hatten, am Ende nur 16. geworden. In der Gesamtwertung ist alles natürlich noch sehr, sehr nah beieinander. Da geht es nur um wenige Sekunden. Derzeit sind wir mit 10 Sekunden Rückstand auf dem 8. Platz. Auch für die zweite Etappe erhalten wir 0 Punkte. 8. in der Gesamtwertung ist, ja, wird als schlecht eingeschätzt. Zudem haben wir die Etappe nicht gewonnen, sind nur 16. geworden. Auch das bedeutet schlechtes Ergebnis, keinerlei Punkte für unseren Fahrer. Vielleicht klappt es jetzt auf der dritten Etappe wieder besser. Eine sehr, sehr kurze Etappe über 79,5 Kilometer. Auch hier sind wir wieder der Top-Favorit für den Tag. Diesmal werde ich es, glaube ich, aber eher defensiver fahren, den Angriffen der anderen folgen und am Ende versuchen, den Bergaufsprint zu gewinnen. Wie gesagt, ist das hier heute eine sehr, sehr kurze Etappe. Wir befinden uns jetzt schon auf den letzten 12 Kilometern. Hier hat sich nochmal gerade einer davon gemacht im Bergtrikot. Und ja, wir bereiten jetzt schon mal die Sprintanfahrt so langsam vor. Denn es geht jetzt noch so ein bisschen wellig zu bis zur Schlusssteigung. Und da haben wir hier ja eine Steigung von 1,4 Kilometern, durchschnittlich 3,8. Nicht so steil, aber die letzten 7, ja, 6, 700 Meter geht es dann 7% hoch. Das heißt, wir sollten nicht zu früh hier unseren Sprint nachher anfahren und natürlich zusehen, dass wir von vornherein hier gut platziert sind. Und genau das machen wir natürlich hier jetzt auch auf den letzten 3 Kilometern. Huggert, Huppertz und dann Greipel haben wir hier noch. Wir sind immer noch nicht ganz wieder dran an dem führenden Paleni. Kommen jetzt auf die letzten 1,4 Kilometer, haben noch zwei Fahrer und ja, irgendwie hat die Reihenfolge sich jetzt hier ein bisschen verschoben. Ich hoffe, wir sind nicht zu spät dran, hier auf der linken Seite noch nach vorne zu kommen. Wird eine knappe Entscheidung, aber wir gewinnen am Ende. Doppelsieg, jawohl. Greipel siegt vor Anfahrer Huppertz und holt sich wahrscheinlich dann auch mit der Zeitbonifikation von 10 Sekunden hier das gelbe Trikot. Die Sprintanfahrt war zwar leider nicht ganz so clean, weil sich da links was an der Reihenfolge der Fahrer verschoben hat. Das hat mich zwischenzeitlich kurz rausgebracht. Da musste ich einmal pausieren und neu anfahren. Aber im Endeffekt waren wir ja erfolgreich. Wir sind jetzt ja leider noch zeitgleich mit dem führenden Morellet. Wir werden hier jetzt als Zweiter geführt. Ich hoffe, wir können auf der letzten Etappe jetzt noch wenigstens ein Sekündchen abnehmen, dass wir hier die Gesamtwertung gewinnen können. Jawohl, durch den Etappensieg haben wir auch massig Punkte dazu bekommen. 50 dadurch, dass wir Wertungstrikot und Sieg im Kontinentalbereich eingefahren haben für die Etappe. Und hier sehen wir dann nochmal die Einschätzung des Teams. Wache Einschätzung, weil wir jetzt Zweiter im GC sind und nicht Erster. Naja, wach würde ich das jetzt nicht sagen, wenn man da zeitgleich ist. Aber naja, auch auf der letzten Etappe gelten wir hier wieder als Favorit. Ich denke, auch hier wird es wieder zu einem Sprint aus einer kleineren Gruppe kommen. Denn das Ziel ist komplett flach. Vorher haben wir diverse hügelige, kleine knappe Anstiege drin. Aber ich vermute, eine große Selektion wird hier nicht drin sein. Das wird also schwer, auch wenn PCM das hier anders sieht. Denke ich, wird das ziemlich schwer werden, den Franzosen Morellet hier abzuhängen. Denn bislang, ja, eben bei der Etappe ist er ja auch ziemlich gut da mitgekommen. Bereits auf der, ja, zweiten Etappe ebenfalls. Was wir natürlich auch machen können, ich sehe gerade, wir haben nach 12 Kilometern eine Sprintwertung. Das ist natürlich sehr, sehr verlockend. Ich werde jetzt versuchen, die Sprintwertung mit Greipel abzuräumen, sodass wir da 3, 2 oder 1 Sekunde Zeitbonifikation rausfahren können. Kann natürlich auch nach hinten losgehen, weil wir jetzt Kraft investieren müssen. Wir haben sowieso eine -1 Tagesform, aber die Chance versuche ich jetzt einfach mal beim Shop zu ergreifen. Mal schauen, ob uns das gelingen kann. So, wir sind auf dem letzten Kilometer vor der Sprintwertung. Wir haben hier jetzt eine Linkskurve. Oh Gott, eröffne doch endlich den Sprint. Oh mein Gott, kurz pausieren und mit Huppertz bremsen. Warum kann ich jetzt den Einsatz hier nicht verändern? Oh mein Gott. Wir haben tatsächlich leider hier mit Huppertz, man sieht, die Sprintwertung gewonnen und Greipel ist nur Zweiter geworden.
Gut, das war natürlich jetzt so ein kleines Semi-Eigentor, würde ich mal sagen, aber zumindest sind wir jetzt in Führung. Ich hoffe, wir können das auch am Ende so nach Hause tragen. Was lernen wir daraus? Auch bei einer Sprintwertung, wenn es wirklich wichtig ist, dass man die gewinnen möchte, müsste man sich eigentlich vorher die Streckenführung anschauen, denn da hat diese sehr langgezogene Linkskurve uns wirklich komplett genatzt. Also da hätte ich auch nicht mit gerechnet, dass Greipel da erst so spät anfängt zu sprinten. Ich hoffe, die Sekunde kostet uns nachher nicht noch irgendwie den Sieg. Ansonsten kann ich einfach drüber lachen. Mal eine andere Frage. Kann mir jemand sagen, warum man bei den Helfern, auch wenn man Verfügungsgewalt, sage ich jetzt mal, über die hat, also die sind ja nicht ausgegraut, ich habe die ja als Helfer, weil ich Kapitän bin, warum man dort Angreifen und Einsatzbalken verwenden nicht benutzen kann? Beziehungsweise nur in bestimmten Fällen. Also man hat es ja eben auf der letzten Etappe auch gesehen, wenn ich so einen Zug bilde, kann ich nicht mit dem zweiten schon voreingestellt haben, dass dann Einsatzbalken quasi greifen soll. Das verwirrt mich voll. Wir haben hier vorne noch drei Ausreißer, dahinter noch einen alleinigen, bevor dann da das Hauptfeld angeführt von unserem Team kommt. Wir haben noch ja knapp 11 Kilometer und immer noch eine Minute. Ich habe aber gar nicht mehr so die Mannschaftsstärke, um die einzuholen. Ich hoffe mal, die anderen Teams beteiligen sich jetzt noch daran. Nicht, dass es daran noch scheitern sollte. Aber das sieht jetzt eigentlich gut aus. 10 Kilometer, 50 Sekunden. Ah, wiederum bei knapp 5 Kilometern sind wir immer noch bei 35 Sekunden. Huppertz muss ich hier jetzt ganz schön strecken. Aber gleich haben wir sie. Mudway ist jetzt schon platt. Aber, oh, jetzt geht es hier auch in der Abfahrt rein. Also ist gar nicht so einfach, die jetzt noch wieder hier zurückzuholen. Wir befinden uns jetzt auf den letzten 3 Kilometern. Die Kraft unserer Fahrer sieht nicht mehr so allzu rosig aus. Ich eröffne jetzt mit Kim Heiduk den Sprint bei 1,7. Greipel geht auf dem letzten Kilometer los und wir sehen Morelet an unserem Hinterrad. Wie sieht das Ganze aus? Greipel, Heiduk, Morelet. Und am Ende gewinnen wir vor Morelet und Kim Heiduk. Jawohl. War aber doch eine ganz schön knappe Geschichte. Denn wie von mir erwartet, ist der Morelet derzeit in sehr, sehr guter Form und war auch hier wieder unser härtester Kontrahent. Aber am Ende das erste Etappenrennen, die erste Gesamtwertung, die wir gewinnen, plus 2 Etappensiege nach anfänglichen Schwierigkeiten. Aber zum Ende lief es doch jetzt sehr, sehr gut. Das wird doch unser Teammanagement mit Sicherheit freuen. Da seht ihr uns im gelben Trikot. Lukas Greipel gewinnt hier sein erstes Rennen. 2 Etappensiege plus die Gesamtwertung bei der Circuit des Ardennes International. Auch das gibt jetzt natürlich wieder massenhaft Punkte auf unser Konto. Wir sind damit jetzt auch auf Level 6 aufgestiegen und wir können jetzt wieder Punkte investieren, beispielsweise in die Attribute. Ich möchte eigentlich den Charakter hier mal ein bisschen ausgeglichener gestalten, auch damit wir nicht zu overpowered jetzt schon noch in sehr jungen Jahren bereits eine 76 75 bei Beschleunigung und Hügel haben, würde ich das ganz gerne mal ein bisschen ausgleichen und setze das jetzt einfach mal in Ausreißer rein, damit wir zum Beispiel auch Ausdauer, Zähigkeit ein bisschen höher bekommen, zudem ja aber trotzdem noch auch Hügel und auch Sprint. Durch unsere letzten Ergebnisse konnten wir auch das Interesse der anderen Teams an uns als Fahrer für das nächste Jahr deutlich steigern. Hier habt ihr einmal eine aktualisierte Übersicht, das Interesse der anderen Teams aussieht. Weiter geht's in Großbritannien, Rutland Melton Classic. Ein welliges Terrain mit Kopfsteinpflasterpassagen drin. Auch etwas, was wir so in der Form noch nie gefahren sind. Das wird sicherlich auch interessant. 62, sorry, KSP, das ist jetzt nicht unbedingt so unser Forte. Deswegen gehören wir auch bei weitem nicht zu den Favoriten hier. Der Top-Favorit ist der Holländer vom Team Volker Wessels. Bas van der Kooi, aber wir versuchen einfach mal unser Bestes hier zu geben. Wir haben hier Entscheidungsfreiheit und dürfen uns ja selbst entscheiden, was wir machen dürfen. Ziel ist es, einen Ausreißversuch über mindestens 70 Kilometer in den letzten 140 Kilometern des Rennens zu starten. Okay, heißt jetzt nicht schon von Anfang an. Und Wertungen unter die letzten 50 kommen, ja, ist natürlich so die Frage, aber ich glaube, später wird das jetzt nicht unbedingt einfacher in eine etwaige Gruppe zu kommen. Deswegen
werde ich das jetzt mal hier direkt zu Beginn probieren, auch wenn wir natürlich hinten gestartet sind und vielleicht könnte es schon zu spät sein. Haben wir hier den Postabgang verpasst oder können wir noch hinterher springen? Ich versuch's mal. Da vorne sehen wir jetzt die Ausreißergruppe, 11 Fahrer und Lukas Greipel ist gerade ziemlich gut dabei, hier nach vorne zu überbrücken, auch wenn das jetzt vielleicht das ein oder andere Korn zu viel gekostet hat. Aber dann sind wir immerhin in der Gruppe mit dabei und werden uns erstmal dranhängen und schön wieder regenerieren. So, der Anschluss ist hergestellt in Richtung Spitzengruppe. Und jetzt heißt es erstmal ein bisschen die Beine hochnehmen und die anderen arbeiten lassen. Inzwischen beteiligen wir uns mit Greipel hier auch an der Führungsarbeit. Wir haben uns nämlich wieder ziemlich gut regeneriert. Immer noch mal ein bisschen größer das Profil, was uns noch erwartet. Also ich glaube, das wird nachher noch ein ziemlicher Schlagabtausch. Ich denke, unter die besten 50 sollten wir doch hier am Ende wohl ziemlich einfach fahren können. Vielleicht geht auch noch ein bisschen mehr nach vorne. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Das erste Teilziel mit dem Ausreißversuch. 70 von 70 Kilometern an der Spitze. Das haben wir jetzt schon mal erfüllt. Und ja, um die Kräfte unsererseits ist es bislang auch noch ziemlich gut bestellt. Die 12-köpfige Ausreißergruppe ist noch beisammen. Und 66 Kilometer vorm Ziel haben die noch einen Vorsprung von rund 2 Minuten auf das Hauptfeld. So, jetzt gibt es hier die ersten Attacken. Da herrscht nicht mehr so eine Einigkeit in der Ausreißergruppe. Und ja, wir sollten zusehen, dass wir hier jetzt nicht den Abgang verpassen. Dann sieht das jetzt aber noch, glaube ich, relativ harmlos aus. Doch wird hier jetzt wohl von Maxwell wieder zugefahren. Das sind nur 3 Fahrer, die sich hier 9 Sekunden abgesetzt haben. Und die Lücke ist nun auch wieder geschlossen. Da gehen aber die nächsten Attacken nochmal von Carvalho und Picot. Ich habe eigentlich auf Folgen gedrückt. Warum lässt sich Greipel jetzt so weit zurückfallen? Das gefällt mir nicht. Versuche mal, mich hier vorne zu positionieren, damit wir besser den Attacken folgen können. Jetzt werden wir hier nach der Welle blöderweise weggeblockt. Und die nächsten Attacken gehen. Wir sind aber schön mit dabei und hängen uns hier bei Pakalski dran, unserem ja, nationalen Kollegen hier, auch ein Deutscher. Und ja, dann greife ich doch einfach mal selber an. War jetzt hier zwar auf einem Cobblestone-Sektor, was nicht unbedingt unsere Spezialität ist. Es ist jetzt auch keiner mitgegangen. Wir sehen hier eine ganz kleine Lücke. Ich denke, die werden uns gleich aber wieder zufahren. Ja, die Lücke ist jetzt schon ein bisschen angewachsen. Es war immer noch ja recht aussichtslos, weil wir ganz alleine vorne sind. Ich dachte, da würde sich jetzt die Gruppe vielleicht mal ein bisschen teilen. Aber vielleicht sind die sich auch nicht ganz einig dahinter. Unser Vorsprung liegt jetzt nämlich so bei rund 20 Sekunden. Aber das Tempo werden wir auch nicht dauerhaft durchhalten können. Ich werde hier jetzt mal ein bisschen runtergehen, damit wir auch mit den Kräften haushalten. Wir beobachten weiter aus dem Helikopter und sehen hier vorne Greipel, da die Ausreißergruppe und unweit dahinter sehen wir auch das Hauptfeld. Also wir haben mit Greipel nur einen Vorsprung von 16 Sekunden auf die Ausreißer und 52 weitere auf das Hauptfeld. Uns geht gleich die Kraft aus. Also naja, ich wollte zumindest versuchen, aber ich denke, das wird gleich nach hinten losgehen und dann haben wir auch nichts mehr mit der Entscheidung des Tages zu tun. Wir werden jetzt von der Ausreißergruppe wieder eingeholt, versuchen hier noch so ein bisschen jetzt die Füße hochzunehmen und gut es geht irgendwie zu regenerieren. Aber ich denke, die werden uns jetzt hier gleich attackieren und dann sieht es auch nicht besonders rosig aus. Wir müssen reißen lassen und werden jetzt auch vom Hauptfeld eingeholt. Ich versuche hier irgendwie noch möglichst mitzuschwimmen, sodass wir unter den besten 50 bleiben können. Aber ich denke, das wird auch ziemlich schwierig werden. Ich hänge mich hier jetzt einfach mal an einen Teamkollegen dran, gucken, ob der uns noch ein bisschen mit Richtung Ziellinie ziehen kann. Die letzten 6 Kilometer, es gibt hier immer diverse Attacken, aber ihr seht, noch lang konnte sich keiner so richtig absetzen. Jetzt geht da vorne so eine 7-Mann-Gruppe, das Loch wird aber auch wieder geschlossen. Also wir werden nicht mehr so richtig in den Zielsprint reinhalten können, das ist keine Frage, aber nichtsdestotrotz denke ich, sollte das eigentlich, wenn wir nicht mehr von Tausenden hier überholt werden, mit einer Top 50 Platzierung klar gehen. Bringen wir mal nach vorne. Hier ist das Tempo gerade auch wieder raus. Ja, und dann würde ich sagen, eröffnen wir doch einfach mal den Sprint. Wir werden gleich schon noch überholt werden. Hier eine Rechtskurve durch die Zuschauer. Es ist nicht kaum zu erkennen. Gate, ja, Aaron Gate gewinnt am Ende.
Und wir landen irgendwie vermutlich so um Platz 25, würde ich sagen. Am Ende ist es genau der 26. Rang. Ich muss sagen, ich hätte jetzt gedacht vom Profil her, dass das Rennen hier deutlich selektiver ist. 70 Punkte wieder auf unser Konto für mehr als 150 Kilometer Ausreißversuch. Nehmen wir doch gerne mit. Ebenfalls haben wir natürlich das gewünschte Ziel erreicht, Top 50 und ja, die 70 Kilometer weit, weit überschritten. Durch den vorherigen Aufstieg auf Level 6 haben wir natürlich auch wieder einen Fähigkeitenpunkt dazu bekommen. Das hatte ich zwischenzeitlich einmal vergessen. Den gilt es natürlich jetzt auch wieder zu investieren. Den werde ich jetzt erstmal in Training Stufe 1 investieren. Ermüdungserscheinungen werden ab einer Vorbereitung von 90% leicht reduziert. Ich versuche hier generell das ein bisschen ausgeglichener, glaube ich, zu spielen. Genauso wie auch bei den Attributspunkten. Wir haben am 1.5. ein Update unseres Agenten bekommen hinsichtlich der Vertragssituation 2022. Schauen wir uns das Ganze einmal an. Ich sortiere nochmal einmal wieder nach Interesse und so sieht das Ganze nun aus. Einen Punkt haben wir noch zu investieren. Das muss ich jetzt noch machen, bevor ich weiter spielen kann. Danach, ja, erwarte ich dann gerne auch euer Feedback. So möchte ich gerne noch einen Punkt investieren. Ich sag mal Cacharual. Woher weiß euch, Kartell? Caja ist auch ein Team, was ich ganz interessant fände bei den Spaniern. Die haben auch ja, schon mal recht hohes Interesse im Vergleich zu vielen anderen. Danach werde ich da jetzt mal ein Pünktchen investieren. Und zum Abschluss der heutigen Folge fahren wir noch Eschborn Frankfurt. Leider noch nicht das Eschborn Frankfurt mit den ganz großen Jungs, sondern erstmal nur in Anführungszeichen die U23-Version. Sollte auf dem Papier eigentlich ganz gut für Lotto Kernhaus aussehen mit dem sprintstarken Kim Hajduk. Inzwischen sehen wir auch die Werte von unserem Teammate Kim. Er hat eine 72 Overall, Sprint 73, Beschleunigung 72. Und so sieht das Ganze bei uns aus. Sprint 69, Beschleunigung 76. In jedem Fall mit diesen beiden Jungs vom Team Lotto Kernhaus sollten wir hier heute auch als Ziel haben, ganz nach vorne zu fahren. Unsere Rolle ist Puncheur-Außenseiter. Du kannst im Schlussdrittel eine kurze Steigung nutzen, um dem Rennen deinen Stempel aufzudrücken. Wir sollen in den letzten 90 Kilometern einen Ausreißversuch über mindestens 45 Kilometer starten. Ja, gut, nach diesem Anstieg, ich weiß nicht, wie weit es noch ist, aber ich würde sagen, meiner Meinung nach ist hier nicht großartig ausreißertechnisch was zu holen. Weiteres Ziel für die Wertung ist unter die ersten drei kommen und ich werde das verfolgen, indem wir es hier auf den Sprint ankommen lassen und nachher mit Hajduk zusammen um ja, den Sieg sprinten. Und ich würde mich freuen, wenn wir hier Platz 1 und 2 nachher belegen können. Hey, hier beim Rennen nehmen die sich gerade schon ziemlich auseinander. Also vielleicht bin ich doch dazu geneigt, es gleich nochmal zu versuchen, wenngleich wir vorne noch 8 Ausreißer haben. Wir haben noch rund eine Minute. Wenn die jetzt bis zu der Steigung eingeholt werden, würde ich es versuchen. Oder versuche ich eine Attacke, um zu denen aufzuschließen, mich da ein bisschen anzudocken und dann vorbeizuziehen. Ich meine, aus Teamsicht, wir wollen es ja jetzt auch mal ein bisschen realistisch, eher PK-mäßig betrachten, würde das Sinn machen. Wir machen das einfach mal. Denn Lotto Kernhaus hat ja noch auf dem Papier den besten Sprinter hier mit Kim Hajduk am Start. Da würde es ja Sinn machen, wenn wir jetzt hier Alaphilippe Van der Poel mäßig, um mal solche Namen schon hier in den Mund zu nehmen. Ja, wobei ich gerate gerade ins Stocken, weil ich attackieren wollte, aber das ist natürlich dumm, weil hier unsere Leute für Hajduk Tempo machen und die Ausreißer einholen. In jedem Fall wollte ich attackieren. Ach komm, wir machen das einfach mal. Vielleicht holen ja meine Boys gleich die Ausreißer ein und ich ziehe einfach davon. Dann ist das Spiel hoffentlich so schlau und wird jetzt nicht auch noch dazu da auf den Trichter kommen. Ja, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus, dass die mich noch einholen wollen, weil Kim Hajduk hier der Kapitän ist. Na, in jedem Fall sind wir jetzt schon mal hier ganz gut weggekommen. Gerade 50 Sekunden aufs Feld. Ja, sehen wir es. Wir gehen jetzt hier in die Abfahrt. Die anderen verbleibenden Ausreißer sind alle eingeholt worden. Wir fahren jetzt ganz alleine gegen das Hauptfeld, bestehend aus 64 Leuten und haben noch 29 Kilometer bis ins Ziel. Mit den 80 kommen wir hier, glaube ich, nicht weit. Unser Vorsprung sinkt rapide.
Da ist es auch schon um uns geschehen. Wir werden hier jetzt wieder eingeholt. Denn ich glaube, dann lasse ich es jetzt auch sein. Denn es gibt ja keinerlei Schwierigkeiten hier mehr, um noch irgendwie einen Unterschied zu machen. Na, ich habe es zumindest versucht. Kim Haiduk sagt, ich soll mir meine Energie aufsparen. Und wahrscheinlich gleich im Sprint dann nochmal antreten. Aber ich meine, das Tempo ist jetzt raus. Jetzt einfach nochmal zu attackieren. Vielleicht haben wir ja Glück, oder? Dominik Röber von P&S attackiert. Ich glaube, ich joine da einfach mal und gehe hinterher. Vielleicht geht ja doch nochmal eine Gruppe glücklich weg. Aber sieht nicht danach aus. Wenngleich es hier natürlich die anderen immer noch weiter versuchen. Ja, wir beteiligen uns, glaube ich, einfach jetzt mal daran, die Attacken hier zu kontern. Und falls wir mit Glück wegkommen, ist natürlich auch nicht so schlecht. Dann würde ich auf eigene Kappe fahren. Jetzt aber ohnehin unser Teamchef gesagt hat, hier Jungs, ihr übernehmt das Rennen. Kim Haiduk natürlich, Keup ist hier auch noch als Helfer dabei. Macht das eigentlich auch keinen Sinn. Ich behalte mich jetzt einfach bedeckt. Und unser Mate Alexander Talton, der wird jetzt hier einfach alle Attacken kontern und dann gleich den Sprint für uns anfahren. So, wir sind auf den letzten 4 Kilometern. Ich muss sagen, ich bin nicht mehr so gut bei Kräften aufgrund des Rennverlaufs. Wir zünden den Energieriegel und hängen uns bei Kim Haiduk hinten dran. Der wiederum nutzt noch den Windschatten der anderen Teams. Ich hoffe, Kim wird jetzt nicht zu spät hier antreten. Wir sind auf den letzten 1,6 Kilometern. Der macht irgendwie nichts und schläft. Ich sprint schon mal los, hänge mich jetzt kurzzeitig wieder irgendwo dran und gebe dann mein Bestes. Am Ende geht Haiduk leer aus, der Top-Favorit. Sehr enttäuschend, muss ich sagen. Wird nur Zweiter. Und wir werden am Ende zwar auch nur Siebter, aber guckt euch das an. Hier hat Kim Haiduk meiner Meinung nach den Sieg total liegen gelassen, weil er einfach nicht angetreten ist. Könnte man natürlich auch sagen, hätte ihm den Sprint anfahren sollen. Ja, ich kann ja nicht beeinflussen, dass Kim sich hier an unser Hinterrad hängt. Es gewinnt Lars Kulbe vor Kim Haiduk und Mika Hemming. Das Greipel wird am Ende, wie gesagt, Siebter. Immer noch ganz gut platziert, aber nicht da, wo wir eigentlich sein wollten, denn das war ja die Top 3, die das Team hier angepeilt hat. Das bedeutet auch, wir kriegen nicht allzu viele Punkte für dieses Rennen hier. Aber unter dem Strich ist es doch heute ziemlich gut gelaufen, würde ich sagen. 3 Etappensiege und eine Gesamtwertung gewonnen, ein Level wieder aufgestiegen und langsam steigt auch das Interesse der anderen Teams an unserer Person. Das war es jetzt erst einmal für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Mr. Luke zockt Pro Cycling Manager 2021. Schreibt mir gerne in die Kommentare, für welches Team wir im nächsten Jahr fahren sollten. Ich wünsche euch und euren Familien ein frohes Weihnachtsfest und sage bis dahin, macht's gut. Ciao.